Ein brennendes Hakenkreuz am Baum. Davor zeigen Menschen den Hitlergruß. Es sind verstörende Bilder, die Journalisten des polnischen Privatsenders TVN aufgenommen haben. Mit versteckter Kamera filmen sie Mitglieder der sogenannten Organisation Stolz und Moderne. Was hier gezeigt wird, soll eine Geburtstagsfeier zu Ehren Adolf Hitlers sein. Die Zeremonie fand bereits im Mai letzten Jahres in einem Wald in Oberschlesien statt. Über Monate begleiteten die Journalisten Hitler-Anhänger. Auch Konzerte mit Neonazis filmte das Team, bei denen auch Deutsche dabei waren. Die Bilder wurden nun veröffentlicht. Der polnische Präsident bezieht klar Stellung. Das sind Verhaltensweisen, die mit aller Macht ausgerottet werden müssen. In Polen gibt es keinen Platz für die Verherrlichung von Adolf Hitler, auf dessen Befehl 6 Millionen polnische Bürger ermordet wurden. Inzwischen haben die polnischen Behörden 5 der mutmaßlichen Neonazis festgenommen, die in dem Video zu sehen sind. Das Justizministerium prüft zudem ein Verbot der Organisation. Polnischen Kommentaren ist allerdings aufgefallen, dass die Regierung damit anders reagiert als im vergangenen November. Bei einem Marsch von Nationalisten in Warschau wurden damals rassistische Transparente hochgehalten. Nur der Kulturminister und der Präsident verurteilten den Vorfall klar. Nun findet auch Polens Regierungschef deutliche Worte dafür. Organisationen, die Symbole und Ideen verwenden, die den deutschen Nationalsozialismus oder andere Formen des Totalitarismus verherrlichen und tolerieren, sollten verboten werden. Gegner werfen der Regierung vor, in ihrer 2-jährigen Amtszeit immer wieder Fälle von Fremdenfeindlichkeit verharmlost und dadurch begünstigt zu haben.